Wir müssen uns noch ganz kurz ein Video angucken dazwischen. Es gibt ein Video, das heißt das alternative bessere Ende von Jurassic World Dominion. Soll irgendwie eine animierte Version sein von dem Endkampf, wo anscheinend der Spinosaurus drin vorkommt. Es gibt einmal eine animierte Zeichentrick-Variante, die sehr brutal ist. Und einmal eine animierte Variante, sogar auf 4K animiert. Da leck mich doch am, ihr wisst schon was. Das gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. So, wie immer hier oben dann der Name, ne? Schön mit Dings, mit Logo. Auf jeden Fall mal vorbeigucken auf den Kanälen. Wenn die euch gefallen, einfach mal abonnieren. Ich finde, darauf sollte man einfach mal hinweisen. Wenn man sich schon hinhockt und meint, man müsste irgendwie Reactions von Content von anderen machen, ist das so das Mindeste eigentlich. So. Ja, weil, warum haben sie keine Szene mit dem Spinosaurus gemacht? Weil sie immer noch versuchen, Jurassic Park 3 so ein bisschen auszuklemmen. Das macht man ja immer mal ganz gerne, dass man sagt, ja, der Film war nicht so erfolgreich, also lass mal so tun, als würde es den Film nicht wirklich geben. Das machen sie in jedem Franchise. Terminator macht das sehr gerne, Star Wars auch. Die Prequels, die haben so gut wie gar keine Rolle mehr gespielt. Auch später in den Sequels nicht, da wurden sie mal so nebenbei erwähnt. Aber es wird nicht drauf eingegangen, weil sie eben nicht den gewünschten Erfolg hatten. Und ich denke mal, deswegen hat man gesagt, komm, lass mal den Spinosaurus in dieser Animationsserie da verwursten und nicht hier in unserem Film. Okay, wir schauen da jetzt einfach mal rein und mal gucken, ob das wirklich so viel besser ist als Jurassic World Dominion an sich. Kleiner Spoiler, ich glaube schon. Ich habe es noch nicht gesehen, ich glaube aber schon. Okay. Mit animiertem Logo sogar. Hat er jetzt seinen eigenen? Das ist ja geil. Das ist ja echt geil. Wieso kann ich sowas nicht? Die guten alten Heuschrecken, alles klar. Oh, jetzt habe ich ja doch erst auf die animierte Version geklickt, aber das macht ja nichts. Gucken wir uns erstmal die an. Okay, er hat ja auf jeden Fall schon mal nur die Dinosaurier animiert, das heißt, die Menschen wurden einfach mal rausgekartet. Das macht ja nichts. Ach so, das war gerade ein Flashback von Rexy. Ganz kurz mal, weil ich auch immer wieder höre, es macht gar keinen Sinn, dass Rexy ein Flashback hat zu den Sachen, die vor 65 Millionen Jahren passiert ist. Das macht schon Sinn, weil Rexy aus den DNS-Strängen geklont wurde, die ja von diesem T-Rex stammen, der damals vom Giga gekillt wurde, vor 65 Millionen Jahren. Der Grundgedanke oder der Hintergrundgedanke dabei ist, dass durch diese DNA eben auch so ein Gedankengang mit übertragen wurde auf Rexy. Ob das halt wirklich so ist oder ob das Sinn macht, lässt sich dann irgendwie dahinstellen. Aber das ist so der Grundgedanke. Deswegen passt das irgendwo schon. So. Ich finde, es ist sehr cool gemacht, dass sie auch die Bewegungen, exakt dieselben Bewegungen machen wie vor 65 Millionen Jahren. Das ist eine saucoole Idee. Wow. Ist auch gleich sehr viel brutaler. Fans wünschen sich immer viel mehr Blut in Jurassic Park Filmen, gell? Und Jurassic World Filmen erst recht. Bei jedem einzelnen Fanfilm siehst du so Massen an Blut einfach. Das ist so abartig. Aber ich find's geil. Ich habe den Kampf gerade gar nicht mehr im Kopf, wie er jetzt im fertigen Film in Jurassic World Dominion abgelaufen ist. Und ich kann deswegen auch nicht beurteilen, wie gut das jetzt hier alles nachinszeniert würde. Aber ich finde das jetzt schon ziemlich geil. Okay.
Ey, ich würde jetzt mal zu gern sehen, wie der Spinosaurus nochmal diesen Genickbiss macht. Oh, dazu kommt es aber, glaube ich, nicht mehr. Ah, okay, okay, okay. Das wäre doch so viel geiler gewesen, als das, was wir im Film gesehen haben. Okay, der Blick hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, das war wieder zu vermenschlicht auf jeden Fall. Wow. Aber ich meine, warum denn nicht der Spinosaurus, ey? Zu dem hatten wir auch irgendwo einen Bezug gehabt. Sogar die Leute, die meinen, Jurassic Park 3 wäre scheiße, finden den Spinosaurus irgendwie ganz cool. Eieiei. Boah, das wäre aber im Film, wäre das ja so böse angekommen. Er reißt ihm einfach bei lebendigem Leib gerade die Haut auf. Jetzt kommt der Mosasaurus gleich aus dem Nichts herausgeschossen. Ja, okay, das ist aber wesentlich heftiger als der Originalkampf. Ach du Scheiße. Boah. Hätte man das so im Kino zeigen können? Ist jetzt die Frage, ne? Ist jetzt echt die Frage, hätte man das so im Kino zeigen können? Wie viele Jahre ist ein Jurassic World Dominion? Der ist ab 12, oder? Der ist sehr wahrscheinlich, ist der ab 12, warte mal. Freigabe ab 12 Jahren, genau. Eben jetzt die Kinofassung und die Extended-Version war aber auch nicht irgendwie ab 16 oder so, weil da auch viele gemeint haben, die wäre so viel brutaler. Nee, es ist 65 Millionen Jahre her. Ja, das ist natürlich, macht das so gesehen wenig Sinn, dass der Flashbacks hat, aber die Grundidee ist eben, weil der T-Rex, den wir eben haben, also Rexy, ist eben das direkte Klon-Nachfahre von diesem T-Rex. Aus dessen DNS wurde Rexy geschaffen. Das ist der Hintergrundgedanke. Der hat halt ein gutes Gedächtnis und ist sehr nachtragend. Ist halt eine Frau. Also ich muss sagen, die Stimmung während dieses Kampfes ist ja mal voll geil, richtig düster. Ja, richtig. Aber hätte es dann auch wirklich in Jurassic World Dominion reingepasst, in den Film? Aber ich muss dem Film ein großes Lob dafür geben, dass der Film so viele unterschiedliche Dinosaurier-Spezies gezeigt hat. Richtig. Aber hättest du nicht lieber weniger gesehen und dafür wären die besser und organischer eingeführt worden? Mal als Beispiel, wie heißen sie? Die Atrociraptoren heißen sie, glaube ich. Die siehst du, wie sie Chris Pratt jagen, wie sie Malta unsicher machen. Und dann fällt einer von ihnen aus dem Flugzeug raus. Und was ist mit dem gesamten Rest von diesen Raptoren? Ist egal, ist vollkommen Bums, weil wir dann wieder weiterspringen müssen zum nächsten Dinosaurier. Und das macht der Film halt ständig. Und das ist ja auch diese Geisterbahnkritik. Das ist wie in der Geisterbahn, du hockst dann irgendwie da und die Figuren bewegen sich noch, aber du fährst mit deinem Wagen schon an denen vorbei und siehst gar nicht mehr, was das Szenario dir wirklich sagen will. Und das hast du halt in Jurassic World Dominion dann doch irgendwie öfter, bin ich der Meinung.